Das ist Stefan Konz und das sind 7.000 € Prämie. Ja, der Stefan, der ist vollkommen außer Sicht, denn der Stefan ist heute Morgen aufgewacht und hat Ja. gesagt: Mensch, demnächst ist ja der 31. März 2019, da ist die Prämie ja schon vorbei. Das stimmt, da hast du recht. Dann ist es vorbei, leider. Deshalb sollte man schnell sein. Aber du hast noch mehr zu bieten, denn nicht nur 7.000 €, sondern sogar 1000 8.000 Euro. Euro. Ja, zum Beispiel könnte eine Familie sich diesen wunderschönen Family Van ja kaufen und sie bekommen bis zu 8.000 € Prämie dazu. So, Stefan, wir machen jetzt mal ein bisschen seriöser, aber warte mal, ich stelle dich mal kurz ins Licht, damit du etwas besser beleuchtet bist. Jetzt sieht man dich gut. Okay, Stimmt das okay. wirklich mit der Prämie? Das ist tatsächlich wahr. Also diese Prämie wird ausgelobt für die Inzahlungnahme von dem Fahrzeug und die ist über die Schwacke. Das heißt also, wenn das Auto einen Wert hat von 3000 Euro, gibt es diese Zusatzprämie. Stefan, wenn das Auto einen Wert hat von 500 Euro, Auch dann. Auch dann. wenn es einen Wert hat von 5 Euro, Dann müssten wir gucken, aber das kriegen wir grundsätzlich auch geregelt. okay, egal was, es muss nur, glaube ich, Genau. 6 Monate zugelassen sein. Genau, Mindesthaltedauer ist 6 Monate und dann ist das möglich. Okay, und das Ganze geht bis zum 31.03.2019, also bis Ende März 2019. Jetzt mal der Basispreis, ungefähr Einstiegspreis bei so einem Traveler. Also ich liege da irgendwo bei roundabout 40.000 Euro. Gut, 40.000 Euro. Da gehen jetzt per se schon mal 8.000 runter dann, wenn ich ein Auto in Zahlung gebe. Korrekt, genau Dann das. ist richtig. Wenn es nur noch 32. Richtig, auch das So. ist richtig. Da ist schon Klima drin, da ist schon also Genau, Basics alles drin. genau, genau. Alles, was das Herz begehrt, so im Basisbereich, ist da schon inkludiert. Und dann muss man halt gucken, ob da noch Wunschoptionen dabei kommt. Aber grundsätzlich ist es richtig. Ja, wir zeigen mal ganz kurz, hier vorne sind noch CO2, kombiniert 6,1 Liter und die CO2-Effizienzklasse B. Wir gehen mal kurz raus, Stefan. Da gibt es übrigens noch ein eigenes Video, haben wir vor kurzem gedreht zum Traveler. Da kann man mal so richtig gucken, was für ein Richtig, tolles Auto richtig, das da kann ist. man sich informieren. So, es gibt noch ein bisschen mehr, denn die Prämie gilt nicht nur für den Traveler. Du wirst mir jetzt mal ein bisschen zeigen, wo ich hin muss. Also hier zum Beispiel draußen steht ein 308 als Limousine. Auch da gibt es die Prämie, ist dort auch anrechenbar. Nicht ganz so hoch, weil das Auto auch etwas günstiger ist, Wie aber viel? da gibt es bis zu 6.500 Euro Prämie. Und 6,5. Das hängt davon ab, was ich in Zahlung gebe, Diesel oder Benziner. genau, das ist also leicht gestaffelt. Und der Diesel kann auch alt sein, der Benziner kann alt sein. Also wie gesagt, das ist irrelevant. Aber die Prämien gibt es auf jeden Fall zusätzlich zu dem Wert des Fahrzeugs. Und es gibt sogar noch als Sahnehäubchen nochmal eine kleine Prämie dazu. Also eine Rabattierung gibt es trotz dessen. Okay. Das bedeutet, das Fahrzeug liegt ungefähr wie jetzt im Einstieg? Also hier liege ich irgendwo im Bereich von 20, 23.000, je nachdem, wie ich Also machen die wir mal Ausstattung 20. habe, so in So, der sagen wir Richtung. mal 20. Und da gehen jetzt wie viel runter im guten Also da Fall? gehen im Optimalfall gehen da halt 6,5 Nochmal, runter. 20 minus 6,5 sind 13,5. Ja, genau, richtig. Und dann. Aber wie gesagt, es ist abhängig von dem Bestand des Fahrzeugs und was halt auch dann lieferbar und bestellbar ist, ne? So, das heißt, man kann es also ordern. Man kommt am besten zu dir bis 31.03.2019. Ihr guckt den Bestand einfach mal durch, was ihr alles habt. Ihr habt viele Autos da, denn ihr seid ja schließlich die Niederlassung. Genau so sieht's aus. Richtig, richtig. Es muss ein Neuwagen sein. Es kann also kein tageszugelassenes Fahrzeug sein. Es müsste ein neuer sein, aber grundsätzlich ist das so richtig. Genau. So, nochmal zusammenfassend. Ich habe nicht nur den, sondern ich habe auch die Möglichkeit, andere Fahrzeuge zu diesem Sonderrabatt zu erwerben. Zum Beispiel, was noch? Also es gibt es noch beim 2008, also bei dem roten hier, Ja. gäbe es auch noch die Prämie. Wie gesagt, also Wie liegt der am 308. Einstieg ungefähr? Das ist immer, ja, ich sag mal so um die 18, so um die Kante. So, und da auch da gehen dann rund 6.000, was hast du Nee, gesagt? das ist dann weniger. Also da gibt es dann um die 3.500 Euro. Das ist Okay. halt dann gestaffelt. Ist halt gestaffelt. Das heißt, je günstiger das Auto, gibt es eine Prämie. Genau. Aber interessant ist ja schon mal der 308. Das muss man ja mit Fug und Recht Genau, behaupten. genau, genau. Also ein sehr, sehr tolles Auto. Ihr verkauft es oft? Ja, doch, auf jeden Fall. Also mit der Prämie ist es jetzt auch ja, gut kalkulierbar und das kann man dann gerne mal durchrechnen. So, wir gehen mal ins Detail. Ich muss ein Auto zurückgeben, das kann ein Diesel oder ein Benziner sein. Genau. Es ist nicht auf Diesel beschränkt. Nee, nee, also ich kann Benziner oder Diesel zurückgeben und es ist auch egal, wie alt das Fahrzeug ist oder welche Euronorm da vorhanden ist. Spielt gar keine Rolle. Ich kann auch einen Nagel 9 holen, zurückgeben. Genau, Ihr genau. nehmt den in Zahle und zahlt den Überschwacke diesen Preis. Genau. Das ist crazy. Ja, es ist absolut verrückt. Das muss man wirklich sagen. Also, weil die Kalkulation war halt in den letzten Wochen nicht so auf dem Niveau, aber momentan geht das. Darf ich denn, wenn ich dann fertig bin mit Abzug und allem drum und dran, das Fahrzeug dann auch finanzieren oder leasen? Das geht auch. Das geht auch. Selbst das geht. Ja. Wo findet man euch denn? In der Armand Peugeot Straße 2, hier in Saarbrücken-Güdingen. Ja,
Der Name ist Stefan Konz, ich zeige es mal gerade. Du bist der Verkaufsberater hier. Das Ganze machst du nicht erst seit gestern, wie lange schon? Oh, ich bin jetzt im 20. Jahr, also hier, also doch, ich mache schon etwas länger hier. Du hast mit 12 angefangen. Genau, danke. Du hast noch mehr Kollegen, wie viele Leute sind auf der Fläche bei euch? Also im Neuwagenverkauf sind wir 6 Kollegen und wir sind jetzt alle hier in unserem Baustellenverkauf momentan, weil wir bauen ja momentan auch um, also, aber das ist momentan so die Anzahl der Kollegen. So, bitte nicht wundern, wir gehen mal kurz außen rum, dass wir das mal zeigen. Es wird sich einiges tun, es gibt demnächst ein ganz neues Zentrum Peugeot Citroën DS unter einem Dach. Ich nenne es mal 3.0 oder 4.0. Ja. Es wird alles neu gemacht. Boden, es gibt sogar einen riesengroßen Anbau. Da ist eine neue Bodenplatte, wird jetzt gerade gegossen. Genau, so ist es. Ihr seid auf. Also genau, wir sind auf und wir erweitern also jetzt bis zum Herbst hin. Okay, da vorne, da sind die Arbeiten und es wird ungefähr wann eröffnet? Was denkt ihr? Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir Anfang 4. Quartal wohl Einweihung feiern können. Endlich. So, und es wird viel, viel größer, alles wird modern. Die Kollegen, die jetzt vorne hier noch bei Citroën saßen, die haben geräumt quasi. Ich zeige das mal gerade. Die sind nämlich hier vorne, ist jetzt leer. Da ist der Kollege auch, sitzt hier vorne. Und es gibt demnächst Umbau. Also nicht wundern, wenn ihr draußen vorfahrt. Es ist geöffnet, es ist Verkauf und es gibt geniale Konditionen im Moment. Richtig, also momentan läuft es wirklich von der Konditionierung ganz toll. Super, Stefan Konz. Die Peugeot-Niederlassung in Saarbrücken. Genau. Und wie kann man dich erreichen? Zum Beispiel deine Rufnummer. Also meine Rufnummer ist die 0681 7615 127. Bitte nochmal. 0681 7615 127. Ja, vielen Dank, Stefan. Gerne.